Harry sagt Hallo und guten Morgen mit dem ausführlichen Wetter und dem passenden Video dazu. Hier an der Chalca de Maspalomas gerade gesehen, da stehen sich zwei gegenüber. Und zwar zwei Reiher. Der eine geht jetzt so ein bisschen zurück. Ja, guten Morgen. Erstmal herzlich willkommen hier. Und man hört hier ganz laut das Meer rauschen. An der Chalca de Maspalomas und der Blick in die Berge auch. Man kann alles gut und klar erkennen. Also Regelmäßigkeiten haben die Reiher nicht, dass sie sich irgendwo treffen oder da sitzt einer im Gebüsch, das ist ein Grauer. Den sehe ich jetzt hier vorne. Ansonsten lassen wir uns überraschen. So, unsere kleine Müllabfuhr hier ist auch unterwegs. Ja, da ist an den Wochenenden viel liegen geblieben, ganz klar. So, ich fahre mal schnell vorbei. Acht Uhr und zwei Minuten. 19 Grad. So, und gleich am Strand gibt es eine sehr positive Info bezüglich Valencia-Hilfe, aber da kommen wir dann gleich drauf. Jetzt bleiben wir erst noch mal einen Moment hier. Traumhafte Spiegelung wieder hier in der Chalca. Ja, ohne Brille fast unmöglich gegen die Sonne zu schauen. Ja, aber man sieht keine großen Wellen, jedenfalls. Jetzt im Moment keine sichtbaren. Ja, hier am Strand doch höhere Wellen. Man sieht es, man hört es und wir haben auch den Beweis, denn wir haben hier die Wassersportler, die Wellenreiter bzw. die Akrobaten der tanzenden Wellen. Wir haben ja viel Platz heute am Strand und jetzt kommen wir gleich zu dem, was ich angekündigt habe. Die Aktion Hilfe für Valencia. Ich mache noch mal am Freitag, biete ich die Kappen an, hier am Leuchtturm um 16 Uhr. Die Kappen kosten 10 Euro, so wie immer. Ich gebe die Kappe oder stelle sie zur Verfügung und jeder, der eine Kappe kauft, der kann da sicher sein, dass diese 10 Euro zu 100% an die Hilfe für Valencia gehen. 380 Euro sind bereits eingenommen durch diese Aktion jetzt am letzten Freitag und beim Lucky am Samstag. Wir machen dann ein Foto von allen, die eine Kappe nehmen und erstellen ein kleines Video, eine Videocollage sozusagen als, ja, als Dank für alle, die da mitgemacht haben. Gestern habe ich Nachricht bekommen von der Rosi Seidel, die lebt hier auf Gran Canaria, ist eine Künstlerin, eine begabte Künstlerin und hat gesagt, ich finde das toll, ich möchte auch was machen.
Sie stellt zwei Bilder zur Verfügung. Diese Bilder hänge ich euch mit dabei, mit dazu jetzt hinten ans Video oder beziehungsweise ins Video jetzt hier hinein. Diese zwei Bilder stellt sie zum Verkauf und sagt, ich möchte auch was tun. Ich habe die jetzt hier gerade bei mir auf dem Handy. Ich hänge sie euch mit dabei. Nur mal ganz kurz einen Blick. Und zwar das eine, das ist Henry, das ist der Henry hier. 60x50x4 auf hochwertiger Leinwand mit Acryl gemalt. Das ist der, ich habe jetzt hier meinen Kopf mit dabei. Also das spiegelt, das kann man jetzt nicht sehen. Dann ist das andere Bild Marie Antoinette, 40x40x4, Leinwand mit Öl gemalt. So, und diese beiden werden wir sozusagen anbieten hier am Faro. Der Mindestpreis für jedes Bild, das ist 50 Euro. Und einen Wert, ich habe gefragt, was sie normalerweise kosten, wenn sie gemalt werden, dann 120, also 100 bis 120 Euro ist so der Verkaufspreis für die Bilder. Also pro Bild 50 Euro und ihr könnt jetzt in den Kommentaren schreiben, wenn ihr Interesse habt, was für Valencia-Hilfe mit beizutragen. Ihr möchtet ein Bild haben, dann könnt ihr jetzt sozusagen in den Kommentaren euer Gebot abgeben. Und dann am Freitag mit allen zusammen, auch mit der Rosi, dieses Bild dann in Empfang nehmen und abholen. Nochmals, beide Bilder. Das eine ist Henry, der Hund. Ich schaue nochmal, ob ich es jetzt doch besser hinkriege, dass ich euch das nochmal zeige. Hier ist er. Ja, da bin bloß ich drauf als Spiegel. Und das andere ist Marie Antoinette. Ich hänge euch die Bilder ganz einfach mit dabei. Ich finde, das ist eine sehr gute Idee. Und dann werden wir abschließen, diese Aktion. Und werden dann sozusagen die Überweisung fertig machen. Und wir sind noch auf der Suche. Aber es geht nicht über das Rote Kreuz oder über Caritas, sondern wir werden den Verwendungszweck genau definieren für die Hilfe, die wir dann sozusagen direkt nach Valencia weiterleiten. Also wer möchte, Freitag hier am Leuchtturm, am Faro, könnt ihr mit dabei sein. Sicher werde ich gefragt, ob da auch noch ein höheres Gebot dann möglich ist. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich nehme an, wir werden da auf jeden Fall eine Lösung finden für den guten Zweck. So, ja, wir sind hier am Strand und ich bin schon wieder fast da. Wir haben ja jetzt im Moment nicht so die große Sonne, also gehen wir noch mal ein bisschen hier in die Richtung. Dann machen wir doch auch gleich das Wetter mit dazu. So, heute der 4. November, 21 Grad zeigt das Thermometer an 8 Uhr und 19 Minuten. Um 8.27 Uhr ist Niedrigwasser, also jetzt ist der Strand so breit, so groß wie sonst den Tag über. Nur noch einmal 14.31 Uhr ist Hochwasser, 7.15 Uhr war Sonnenaufgang, um 18.14 Uhr ist Sonnenuntergang. Tiefstwerte hatten wir heute 18 Grad an der Hauswand. Aha, Moment. Und Höchstwerte werden erwartet 24 bis 26 Grad. So, kein Sanddurchgang mehr, man muss über die Steine krabbeln. Also jetzt ist der Sand ein bisschen abgetragen worden. An dieser Stelle hier, und da gehe ich jetzt auch nicht weiter, nein.
Ja, was für ein schöner Blick wieder hier. So, da kommen schon ein paar schöne Wellen jetzt hier an. Ja, jeden Morgen sieht es anders aus. Hier die Wellen, jetzt die schönen Wolken da im Hintergrund vor. Hier vorne lösen sich die Wolken so ein bisschen auf. Ja, Wasser und Luft haben jetzt ungefähr die gleiche Temperatur. Was für eine schöne Spiegelung wieder, aber ohne Brille kaum zu bewältigen. Jetzt mal der Blick in die Berge. Ja, heute Nachmittag, die Realität habe ich gerade eben ausgemacht, geht es zum Alex. Zum Alex nach Bahia Feliz. Und wir treffen uns bei ihm. Und ja, dann sehen wir weiter. Das ist noch kein Plan. Nur so der Grundgedanke für heute Mittag, für die Realität. Ja, Hartmut ist auch da. Hei, hei, hei. Ja, so trifft man sich am Strand von Maspalomas. Ja, gestern Abend war ja auch noch mal schön ausklingen lassen, das Wochenende. Das gehört mit dazu. Das ist so anstelle daheim rumsitzen, sage ich mal. Ja, und dann vielen Dank auch für die Unterstützung des 360-Grad-Kanals. Seid ganz lieb und rührig, das finde ich ganz nett. Ich brauche natürlich noch Hilfe, weitere Unterstützung dafür, dass der Kanal ein bisschen sichtbarer wird. Und das geht nur mit den Abonnenten, das ist ganz klar, das ist kostenlos. Und da habt ihr die Möglichkeit, 360-Grad-Videos zu sehen, aber nicht nur, sondern alles, was eben nicht hier reinpasst, das mal das Ausgehen und Jumbo-Zentrum und beim Lucky und in der Sita. Und das soll gesammelt werden, wenn jemand sucht, damit er weiß, wo das ist. Das gibt es in der normalen Ausführung und in 360, aber auf dem 360-Grad-Kanal gesendet. Dass man nicht so alles durcheinander würfelt und ein bisschen Ordnung in die Sache reinbringt, habe ich mir so überlegt. So, da ist er, der Hartmut, wieder genesen. Guten Morgen. Und wie geht's denn? Ja. Geht wieder. Geht wieder. Geht wieder. Ja, und natürlich müssen wir auch Hallo sagen. Die Antje, die gerade das Wetter in Kurzform gemacht hat, die hat ein bisschen Probleme hier, weil es ist richtig hell. Ja, wir machen jetzt hier unsere Strandwanderung. Und ja, schöner kann es ja nicht sein, ne? Oder wenn man jetzt hier
wenn man jetzt hier sich trifft, ohne Verabredung, einfach so und ja, schön, einfach nur schön. Ich wiederhole mich, ich bin jeden Tag dankbar, hier sein zu dürfen. Das ist keine Selbstverständlichkeit für mich und ich weiß es zu schätzen und sehe das nicht als selbstverständlich an. So, wir sind wieder auf dem Rückweg, die andere Perspektive. Hallo. Die andere Perspektive hier der Fahrung, das ja, die Wassersportler, die sind doch mehr im Wasser wie auf dem Wasser, sehe ich. Morgen. Hallo, guten Morgen. Ja, nochmal die Aussage vom Hartmut. Es sieht aus wie gemalt. Genau so sieht es aus, wie gemalt. Der Blick in die Berge. Ja, ich bin ruhig, weil ich nachdenke. Meine Gedanken waren gerade eben in Valencia über die oder von den Nachrichten, die man da gehört hat, was jetzt alles so rauskommt und der Besuch vom König in Valencia und der Sanchez, der, tja, ich glaube, der kommt in eine Regierungskrise. Ich habe so das Gefühl, aber das ist jetzt nur meine Meinung, nicht, dass ich jetzt was vorhersage, aber der hat in Spanien jetzt irgendwie keine guten Karten. Der König hingegen hat sich vorbildlich benommen. Der wurde beworfen, beschimpft, was man nicht macht unter keinen Umständen. Das ist, wenn einer kommt, sich zu unterhalten, dann muss man auch das tun. Aber er hat die Bodyguards sogar weggedrängt, dass er reden konnte, dass er sozusagen sich mit dem Volk unterhalten konnte. Und er war total schmutzig und hat aber nicht klein beigegeben, sondern hat ausgehalten. Und dann wurde die Stimmung auch ruhiger und dann hat er mit den Menschen gesprochen. Und hat den Menschen dann auch eben versichert, sein Mitgefühl und seine Hilfe. Und hat sie in den Arm genommen und es war schon
bewegen. Das war schon was Besonderes. Also, wenn man die Bilder so im Kopf hat. So, ja, gerade wieder ein nettes Gespräch gehabt. Man trifft sich eben dann doch so ab und zu mal zufällig hier. Ja, was wollte ich sagen? Das sind schon Emotionen und ja, ganz anders der Besuch vom Sanchez, der musste dann aber direkt abziehen, aber richtig abziehen. Und gut, wir werden sehen, was rauskommt. Also ich finde, wer den Dialog sucht, der sollte ihn auch bekommen. Aber da ist natürlich immer die Vorgeschichte auch entscheidend. Und ich kann mir da auch zu wenig mal ein Urteil, ich kann mir mein Urteil bilden, aber kann zu wenig sagen, weil ich da auch zu wenig Hintergrundwissen habe. So, und ihr seht selber, wir sind schon wieder hier. Und jetzt wird es auch richtig warm. Angekommen hier am Faro, am Leuchtturm. Und jetzt gehen wir auch, es ist kurz vor 9, jetzt gehen wir auch in die andere Richtung. 8.59 Uhr, das Thermometer zeigt 23 Grad. Und ja, schöner Ausflug am Strand. Und ich sage, bis später, ich hänge euch nochmal die Bilder mit dabei von der Rosi, die gespendet werden, zur Verfügung gestellt werden für unsere kleine Auktion. Und hoffe natürlich auf rege einen Zuspruch. Ich werde noch ein kleines Video, muss ich separat machen, denn das ist zu wichtig, um da jetzt das nur am Rande zu erwähnen. Es gibt gleich ein separates Video, mache ich spezial in eigener Sache und dann könnt ihr das auch noch mal genau sehen und hören. Ich sage hasta tschüss. Hallo zusammen, ihr Lieben. Ja, der Kalender 2025 Gran Canaria von Harry und natürlich auch unser Plan B hier mit den besten Ausflugszielen auf der Insel. Und ich möchte mit euch noch einmal hier im Plan B ein bisschen blättern. Ja, hier sind Ausflugsziele drin aus den verschiedenen Bereichen der Insel. Dann haben wir natürlich auch ja, andere Ausflugsziele drin, wie die Meerespools im Norden. Da werdet ihr ganz viel darüber finden. Agimes, die Kaffeeplantagen, die Strände, ein paar Specials. Hier natürlich auch nochmal die Meerespools im Osten, wenn da jemand gerne hin möchte. Und alles beschrieben mit den Fahrtrouten, mit den Autorouten, wie man hinkommt. Und natürlich, wie gesagt, auch mit den Busverbindungen, Buslinien. Wer sich interessiert, schreibt mir doch ganz gerne eine E-Mail. Und ja, wer sich für den Plan B interessiert, der ist damit gut beraten. Die Busverbindungen, die es so gibt, einzeln aufgeführt mit Umsteigemöglichkeiten und vielleicht auch das ein oder andere Unbekannte, zum Beispiel hier Moya, hier Pasito Blanco, ein wunderbarer Ausflug. Ja, das sind gute 25 Ziele mit Specials vom Plan B. Und ja, hier haben wir ihn, den Kalender 2025 mit 12 wunderschönen Fotos. Januar, Februar, ja, und dann geht es mit dem März natürlich weiter. Wir springen mal auf den Juli. Auch ein tolles Bild, ja, also von jedem Monat etwas dabei, für jeden etwas dabei. Vielleicht habt ihr euch auch euren Lieblingsmonat und ich habe auch mein Lieblingsbild gefunden und zwar, das ist der Dezember mit, ja, dem kleinen Eyecatcher. Frohe Weihnachten und wie gesagt, beides zu bestellen, Plan B und der Kalender 2025. Schreibt mir einfach eine E-Mail oder in den Kommentaren. Wie gesagt, da sind diverse Ausflugsziele drin. Ihr könnt euch da ja das ein oder andere Schöne aussuchen. Auf der Rückseite unseres Kalenders ist nochmal so ein, ja, so eine kleine Zusammenfassung. Da ist auch unsere Tara verzeichnet. Einfach nochmal als kleiner Gruß hier an dieser Stelle. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit beidem. Wer möchte, gerne bei mir bestellen. Bei meiner E-Mail-Adresse wird mit aufgezeigt
und dann könnt ihr alle Informationen bekommen.